Heute gehen wir mal näher auf die Geschichte von Comedian David Chappelle ein und warum der 50 Millionen Dollar abgelehnt hat und danach Amerika verlassen hat. Nachdem er das Land verlassen hat, sind auf einmal viele Gerüchte um ihn entstanden. Er sei verrückt, hat sich einweisen lassen oder wäre nach Afrika geflogen, um dort Substanzen zu konsumieren. Er soll angeblich paranoid geworden sein. Doch die Geschichte dahinter geht viel tiefer. Es geht darum, dass man versucht hatte, ihn auszunehmen. Die führenden Leute am Set haben ihm versucht einzureden, dass er verrückt wird und ihm immer wieder Medikamente angeboten, die ihm angeblich helfen sollten. The whole time, they're trying to convince me I'm insane. They were trying to get me to take psychotic medication. The people that were telling me I was insane, I believe that they knew what was going on. Auch wurde seine Show mit der Zeit moralisch fragwürdig. Man hat ihm Scripts vorgelegt, die er so nicht spielen wollte. Ihm sind Sachen in der Film- und Entertainment-Szene aufgefallen, die bei ihm viele Fragen aufgeworfen haben. Zum Beispiel die Frage, warum man schwarze Künstler zu einem bestimmten Zeitpunkt in ihrer Karriere ein Kleid anziehen lässt. Heute gehen wir näher auf diese Geschichte ein. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, lasst ein Abo da. Danke im Voraus. David Curry Weber Chappelle ist am 24. August 1973 in Washington D.C. geboren und ist ein US-amerikanischer Comedian und Schauspieler. Er ist einer der erfolgreichsten Comedians der USA. Seine Show, die Chappelle Show hieß, war die meistverkaufte Show auf DVD und hat mehrere Millionen Dollar eingespielt. David Chappelle belegte die Fächer Schauspiel und kreatives Schreiben an der Duke Ellington School of Arts in Amerika und trat schon als Teenager in Comedy-Clubs in Washington D.C. auf. 1992 wurde Whoopi Goldberg auf ihn aufmerksam und er hatte die Chance, auf einer großen Bühne aufzutreten. Das hat seiner Karriere einen Riesenschub gegeben. Chappelle machte in den 1990er Jahren als Entertainer und mit verschiedenen Rollen in Hollywood-Produktion Karriere. Seine seit 2003 produzierte Chappelle-Show wurde ein großer und auch internationaler Erfolg. Im Jahr 2003 begann Chappelle, die Chappelle-Show zu moderieren, eine halbstündige Sketch-Serie, die auf Comedy Central ausgestrahlt wurde. Die ersten zwei Staffeln liefen sehr gut. Man wollte eigentlich ab dem 31. Mai 2005 die dritte Staffel beginnen. Doch David Chappelle verschwand von einem auf den anderen Tag und hat 50 Millionen Dollar einfach liegen lassen. Das hatte viele Gründe. Einer dieser Gründe ist zum Beispiel, dass nachdem die erste Staffel gelaufen ist und man gesehen hat, wie erfolgreich diese ist, wollte man wieder mit ihm nachverhandeln. Als die zweite Staffel gelaufen ist und er Rekorde mit dem Verkauf von DVDs gebrochen hat, wollte man ihm erzählen, dass er zu viel Geld für den Vertrag gemacht hat. Eigentlich war abgemacht Hälfte Hälfte. Doch man wollte ihm dann von den 500 Millionen Dollar, die er eingespielt hat, nur 50 Millionen Dollar geben. Die hat er aus Trotz einfach liegen lassen und ist gegangen. Ein weiterer Grund war ein Sketch, den er spielen musste. Es ging um einen Charakter, der das N-Wort personifizieren sollte. Er wurde schwarz angemalt. Er sagt, damals hat er zum ersten Mal eine Lache bekommen, die ihm unangenehm war. Normalerweise lachen die Leute mit ihm und über seine Witze. Aber da hat man ihn ausgelacht. Außerdem wurden die Sketches für ihn fragwürdig. Er wollte am Ende nicht mehr diese schwarzen Charakterrollen spielen. Und immer auf Klischees wie Schwarze essen gerne Hühnchen oder sonstige Klischees eingehen. How is it prepared? Oh, it's fried. Hallelujah! Hallelujah! It was the first time I'd ever gotten a laugh that I was uncomfortable with. I'll have a fried chicken. Thank you. Fried chicken! I need some music for this! I don't want black people to be disappointed in me. For putting that out there. No, it's you like, didn't want to be disappointed in yourself. You know what, Oprah? You're right. Yeah. Die dritte Sache ist auch die krasseste Sache. Er sagt, ihm ist aufgefallen, dass man schwarze Künstler zu einem bestimmten Zeitpunkt in ihrer Karriere ein Kleid anziehen lässt. Meistens, bevor sie den nächsten großen Schritt in ihrer Karriere machen. When I connect dots that maybe shouldn't be connected, I don't know. But certain dots, like when I see that they put every black man in the movies in a dress, at some point in their career, I'll be connecting them down, like, why all these brothers gotta wear a dress? This happened to me. Er sagt, ihm ist sowas auch passiert. Man wollte ihn in ein Kleid stecken. Er erzählt von einem Vorfall, wo er auf dem Set für einen Film mit Martin Lawrence war. Er geht in seinen Trailer und sieht ein Kleid. Zuerst hat er sich gedacht, dass er im falschen Trailer ist. Doch dann kommt der Regisseur rein und erzählt ihm, dass sie eine sehr lustige Szene haben. Und zwar, dass er als Prostituierte verkleidet Martin im Knast besucht. Er hat natürlich direkt abgelehnt und gesagt, er macht es nicht. Das sollte eigentlich das Ende der Unterhaltung sein. Doch er hat gemerkt, dass man ihn unbedingt in dieses Kleid stecken wollte. Man hat ihm gesagt, alle großen Schauspieler haben es doch schon mal gemacht. Er erwiderte, ja, wenn es alle gemacht haben, dann ist es ja schon langweilig und wollte das Kleid einfach nicht anziehen. Doch man versuchte weit auf ihn einzureden und ihm Druck zu machen. We got it all set up. We're supposed to shoot. Every minute you waste costs this much money. You know, the pressure comes in. Ha! He said, I'm not wearing no dress, man. I'm funnier than a dress. Just give me something funny to say. Oh, gosh, that's so difficult.
They leave. Now the producers comes, come on, David would be so great. I mean, and then I started thinking about all the comics that I've seen. Man, you know, Strong Brothers, why are they putting us in these dresses? Was ganze Zeit bei dem Interview aufgefallen ist, dass Oprah immer wieder das Thema aufgebracht hat, ob es wirklich stimmt, dass er verrückt geworden wäre oder Drogenprobleme hat. Es schien so, als ob sie den Zuschauern andeuten will, dass er verrückt ist, um ihn zu diskreditieren. Would you say you lost your mind, sort of? People were saying though that you were on drugs, you lost your mind, you went into a mental institution. Now that sounds a little crazy. You're the genius, and we're going to give you $50 million. And that was too much for you to handle? Colleagues were quoted as saying that you had become increasingly paranoid. Would you say you were paranoid? So did you go to a psychiatric hospital? In South Africa? Yeah. Er soll wegen einer Behandlung nach Afrika geflogen sein. Die Frage beantwortet er, indem er sagt, welche Person fliegt von Amerika nach Afrika, um sich medizinisch behandeln zu lassen? Who goes from America to Africa for medical attention? Wie es aussieht, werden bewusst Gerüchte über ihn gestreut und das von mehreren Leuten. Einer dieser Leute soll einer der führenden Personen am Set zur Chappelle Show sein. Zum Beispiel wurde von David Chappelle behauptet, dass er kokaabhängig ist und nach Afrika geflogen wäre, um dort zu konsumieren. Auf dieses Thema ist Comedian Cat Williams näher eingegangen. Zum Beispiel spricht er an, was sich viele denken. Wer fliegt von Amerika nach Afrika, um irgendwelche Sachen zu konsumieren? In Amerika gibt es ja alles. Außerdem hat David Chappelle zu dieser Zeit nichts genommen. They call me a crackhead. Why don't you say Dave doesn't do drugs. The fact that a devout Muslim who doesn't eat bacon was accused of being a crackhead. Until we established the fact that they said that he went to Africa to smoke cocaine when we know they don't have running water and food over there. You talking about somebody who has a wife and children, 5 children, and lives on a farm, doesn't live here in Hollywood. You saying he flew past Chicago and Miami and L.A. and New York and Detroit. You convinced people that person was an insane crackhead, and he hasn't been on movies and TV for 8 years? Is that correct? Es soll eine Diskussion zwischen einer führenden Person am Set und David Chappelle gegeben haben. Nachdem man ihm gesagt hat, dass er von 500 Millionen Dollar, die er gemacht hat, nur 50 Millionen Dollar kriegt, also 10% anstatt 50%, hat er gesagt, was denkt ihr, was meine Fans sagen würden, wenn sie mitkriegen, dass ihr mir von meinen 500 Millionen Dollar nur 50 geben wollt. Der Typ sagte ihm, dass bevor er zu Hause ankommt, die Leute denken werden, dass er auf irgendwelche Substanzen ist. Und genau das passiert. They said he made too much for the contract to be valid, so we'll offer you 10% of what you made. You mean he made 500 million and they offered him 50? Yes. And he said, what do you think my fans are gonna say when they find out you offered me 10% of what I made you? And they said, your fans will believe that you're a crazy kid by the time you get home. And my got on a flight in LA, and by the time he got to Ohio, wow. 2017 hatte David Chappelle sein Comeback und ist seitdem wieder ein fester Teil der Szene. Er hat ein paar Specials auf Netflix und macht auch regelmäßig Shows. Was denkt ihr über diese Geschichte? Glaubt ihr David Chappelle? Und was denkt ihr über die Kleidersache? Sind es wirklich nur Drehbuchautoren, die das witzig finden? Oder warum macht man das? Schreibt es unten in die Kommentare. Wenn ihr mehr so Themen wollt, liked das Video. Abonniert, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Danke im Voraus.